liebes Publikum, wir haben viel gehört über Amor, wir haben viel gehört über Bürger, über Kunst. Ich möchte über wirklich wichtige Personen in dieser Debatte reden, die sträflich vernachlässigt sind und die wichtig sind für uns alle, die wir in Deutschland leben. Das deutsche Beamten. Das Fundament unserer Gesellschaft und unseres Staates. Das deutsche Beamtentum. Wir haben eine Spezies uns gezüchtet, die seinesgleichen sucht. Unbestechlich. Haben Sie schon mal einen BAföG-Antrag abgegeben? Unbestechlich. Die Frage... Ich hätte gerne meinen BAföG-Antrag hier. Können Sie sich darum kümmern? Personalausweis nochmal. Das sind Automaten. Sowas gibt es nicht zweimal auf der Welt. Akribisch, akribisch. Wenn man auch nur die Angaben von seinem Bargeldvermögen von 2,50 Euro ungenau beziffert in seinem BAföG-Antrag, Sie finden es heraus, Sie fragen nach. So genau ist keine zweite Spezies. Das ist das deutsche Beamtentum, das Fundament deutschen Erfolges aus der Vergangenheit, aus dem Erbe der Pickelhauben und Preußen in die Zukunft, ins europäische Bürokratieverständnis als Vorbild. Wohin führt dieser Antrag? Natürlich gegen diese Regierung leider. Denn wohin führt dieser Antrag, diese Regierung? Die führt im Endeffekt dafür, dass der deutsche Beamte in seinem Zimmer, ihm wird nicht nur der Stuck genommen, der Engel genommen. Mit diesem Antrag wird es im Endeffekt dazu führen, dass ihm der Teppich, die Tapeten, die Blumen, die Lilien an der Wand, alles würde ihm genommen mit der Angabe der Effizienz. Denn es ist doch effizienter. Warum sind wir hier in diesem schönen Saal im Intercity Hotel 4 Sterne mit hier diesem schönen Teppich in unserem schönen Zimmer? Weil wir hier mehr Leistung erbringen. Beamte bringen nun mal auch mehr Leistung in einem stuckverzierten Zimmer mit Tapeten, mit Teppich und einem Amor an der Wand. Das heißt, wir sehen hier, dass die Leistung abnehmen wird, wenn wir ihnen eben alles nehmen, wie es diese Regierung fordert. Das Zweite ist, dass es auch angemessen ist, wenn wir halt in diesen Raum eintreten und er ist leer. Da sitzt der arme Beamte an seinem Schreibtisch, hat nichts anderes, vielleicht noch einen Bleistift, mit dem er irgendwas ausfüllen kann. Dann denke ich nicht, dass ich dem deutschen Beamtentum gegenübertrete, dem deutschen Staat. Das denke ich nun mal erst, wenn Stuck an den Wänden ist, wenn Tapeten an den Wänden ist, wenn Teppich auf dem Boden liegt und eventuell sogar ein Amor an einer Wand prangt. Es steht der Erfolg der Bürokratie und des deutschen Vorbildes für Europa auf dem Spiel. Das hat Lokalauswirkungen, wie ich gezeigt habe, für die Leistung des deutschen Beamten als Fundament unserer Gesellschaft. Aber noch viel wichtiger, international droht Gefahr. Europa, das große Bürokratiemonster. Wollen wir es nach griechischem Vorbild errichten? Wollen wir die Beamten nur noch in kargen Rollen, die sich bestechen lassen? Ja, die nicht so akribische Automaten sind wie unsere Beamten? Oder wollen wir als deutsches Vorbild mit unserem deutschen Beamtentum für Europa dienen? Und wir sagen, wenn wir etwas wirklich gut können, dann mit deutschem Beamtentum, ja? Und also auch international und europäisch sollten wir als Vorbild dienen. Es wurde also eine Gruppe, um die es hier wirklich geht, und das ist das deutsche Beamtentum, das sind diejenigen, die in diesen Räumen sitzen, vernachlässigt. Wir sehen, dass Leistung abhängt von der Umgebung. Wir befinden uns im Intercity Hotel 4 Sterne und wir erbringen bessere Leistung. Wir steigern uns sogar noch. Wir gehen jetzt in den Landtag, weil da die Besseren noch bessere Leistung erbringen. Genau so sollte es auch mit den Beamten sein. Wir wollen die Leistung fördern. Wir wollen als Vorbild für Europa dienen. Und deswegen Bilder, Stuck, Engel fürs deutsche Beamtentum und gegen die Regierung. Vielen Dank.